Hi Leute, zu einem weiteren Video. Und zwar geht es heute mal wieder um die Canon PowerShot Serie. Ich habe hier vor ein paar Monaten quasi einen kleinen Sturz gehabt mit der Canon G15. Und wie ihr seht, die Kamera funktioniert noch. Ich kann damit wunderbar fotografieren. Der Bildstabi klappt noch. Ist alles in Ordnung. Und ich musste allerdings hier vorne die Lamellen, die musste ich komplett entfernen. Also die Kamera. Die ist so über den Boden geschrappt, ja. Jetzt habe ich hier vorne ein paar Macken dran. Ich zeige mal ein paar Makroaufnahmen, wo jetzt hier Metall und Lack ab ist an dem Einstellrad und hier an der Wippe. Und zuerst dachte ich, meine Güte, die Kamera ist kaputt, jetzt muss ich eine neue kaufen. Aber bei näherer Betrachtung habe ich einfach mal hier oben dieses, hoffentlich sieht man das jetzt, hier oben dieses diesen Ring abgemacht, wo die Lamellen quasi sich verbargen. Diesen Ring habe ich mit dem Schraubenzieher hochgemacht. Die ganzen Lamellen, alles was hier mechanisch ist, habe ich hier komplett einfach rausgerupft. Und jetzt kann ich die Kamera benutzen ohne Lamellen, ohne Objektivverschluss. Wichtig war noch, ich mache es mal zu, dass man hier also an diesem Ring, hier sieht man auch diverse Kratzer, dass man hier also mit einem Schraubenzieher hingeht und ganz vorsichtig also diesen Ring, wenn der ein bisschen, der war ein bisschen eingedotzt hier, dass man den ein bisschen spreizt, damit der Tubus wieder rausfährt. Ja, im Ergebnis habe ich so die G15 wieder auf Vordermann gebracht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das Objektiv liegt jetzt frei, aber ich habe eine Tasche, eine Jackentasche. Wenn ich die Kamera da reinlege, schuppert immer der Stoff hier an dem Glas. Und lustigerweise ist die Linse, das Glas immer sauber dadurch. Also wenn man nicht gerade einen Schlüsselbund in der Tasche hat, ist das eigentlich kein Problem. Die Kamera kann ich jetzt bestimmt noch ein paar Jahre benutzen, ohne dass sie Probleme macht. Okay, also was ich euch sagen wollte mit dem Video, wenn ihr eine PowerShot habt und ihr habt Probleme mit den Lamellen, der Tubus fährt nicht mehr richtig auf. Keine Panik. Ihr könnt versuchen, auf eigene Gefahr natürlich, den vorderen Ring einfach abzumachen, die Lamellen abbauen. Hier den Ring hier außen, hier den Ring hier außen. Ein bisschen vorsichtig spreizen, falls der irgendwie eine Beule hat. Und dann fährt der Tubus einen aus. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr die Kamera weiter benutzen. Das wollte ich euch mit dem Video heute sagen. Wenn ihr was gelernt habt, einfach Daumen hoch und abonnieren und das nächste Mal wieder einschalten. Tschüss!